Eingeschaltet habe zu einem neuen Video mit mir, WooComic, und zum Thema Raid Shadow Legends. Ich habe gerade mal versucht, so einen Stream über das Tablet zu machen. Das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert, deswegen versuche ich es jetzt mal mit einer Aufnahme über das Tablet. Also wundert euch mal nicht, wenn die Tonqualität heute nicht so toll ist. Aber wie ihr vielleicht gelesen habt in den Community News, kann ich momentan nicht vom Rechner direkt aufnehmen und schneiden und rendern. Aus lazaretttechnischen Gründen, meine Frau, die liegt quasi krank dort auf der Couch, muss sehr viel husten. Vielleicht, falls ihr es im Hintergrund hört, könnte es sie sein. Und das Rendern dauert ja dann, das mache ich immer über Nacht, und dann kann sie ja schlecht schlafen, weil der Rechner steht halt bei uns im Wohnzimmer. Und deswegen lasse ich es gerade aktuell erstmal sein. Aber ich möchte heute trotzdem mit euch gerne über die neuesten Neuigkeiten reden, beziehungsweise auch über so ein bisschen was reden, was das aktuelle Update von 1.14 betrifft. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, einige Champions kriegen ein paar Updates, darunter auch zwei, die ich habe, und das ist das Interessante für euch. Wir werden nämlich testen, wie machen sie sich jetzt und wie machen sie sich dann später. Oh, jetzt muss ich kurz gucken, wo sind die Champions? Hier. Das eine ist nämlich Lord Champfort und das andere ist Richthof der Grobe. Und die beiden kriegen ein ganz geiles Update. Und da können wir gleich mal in die Liste gucken, die uns sozusagen Plarium mitgeschickt hat. Moment, da muss ich ihn nochmal kurz öffnen. Und mal gucken, wo ich es habe. Hier. Wir kriegen dann so eine Liste geschickt. Als Content Creator, da steht dann sozusagen drin, wer wird welche Änderungen bekommen. Das ist alles natürlich auf Englisch, wie ihr sehen könnt. Und ganz unten ist auch Gräfin Lilithu. Und ich will euch auch erzählen, warum Gräfin Lilithu zwar genervt wird, aber es eigentlich kein aktueller Nerf ist. Wir gehen mal zurück ins Spiel und gucken uns mal die einzelnen Champions ganz genau an. Ups, so. Sorry, ich bin manchmal mit der Tablet-Steuerung etwas grob hier. Also Lord Champfort ist ja der erste, den können wir uns ruhig mal anschauen. Ich mache mir mal den Champion direkt am besten hier über den Index auf. Das sind übrigens auch zwei Banner-Lords. Das hier ist Lord Champfort. Und er kriegt einmal hier diese erste Fähigkeit, Vernichtung, gebufft. Greift einen Gegner an, bietet eine Zusatzchance von 15% auf einen kritischen Treffer. Das mit dem kritischen Treffer entfällt. Er kriegt jetzt eine 45% Chance, einen Defensivverringerer zu setzen, einen 60% Defensivverringerer Debuff zu setzen. Und was hier nicht in der Tabelle drin steht, was auch nur später mitkam, ist, sein Schaden basiert ja momentan, wenn man sieht, auf Angriff. Er ist aber ein LP-Held. Er hat einen ziemlich hohen LP-Wert, wie man das auch so schön sehen kann, und einen relativ geringen Angriffswert, weswegen er momentan nicht so viel Schaden macht. Aber, jetzt kommt's, sein Schaden wird demnächst auf LP basieren. Was heißt, er wird extrem mehr Schaden machen, wenn wir ihm mehr Crit-Quote und Crit-Damage geben können. So, der Rest hier scheint erstmal so weit zu bleiben, wie er vorher war. Und dann gibt es nur noch diesen einen Skill. Das müsste der Passive hier sein. Verleiht diesem Champion zu Beginn jeder Runde für 2 Runden einen Schildbuff. Verleiht für eine Runde einen 15% Geschwindigkeitsverringerer Debuff für diesen Champion, welcher das Schild vernichtet. Und das wird jetzt so sein, dass der nicht mehr, dass der Schild 20% der HP bestehen wird. Also von 20% seiner maximalen LP wird sozusagen dieser Schild profitieren. Das war ja jetzt weniger. Und das ist natürlich schon ziemlich cool, weil wenn wir ihm seine Lebenspunkte halt relativ hoch bekommen, dann hat er einmal einen richtig krassen Schild, den er sich selber macht. Und dann hat er nochmal einen richtig guten Damage, den er jetzt rausholen kann. Und da könnte es ganz interessant werden, bei Fraktionskriegen, weil einmal kriegen wir hier einen Def-Verringerer auf der A1, da kann er auch für Clan-Boss eingesetzt werden, weil er hat einen Def-Verringerer und einen Angriffsverringerer auf beiden Skills sozusagen. Und er hat halt noch diesen großen Schild, den er sich selber verleiht, deswegen denke ich, dass er bei Fraktionskriegen ziemlich gut sein kann. Auch für Dungeons natürlich nicht schlechter. Vielleicht in der Arena sogar besser als vorher. Dann haben wir noch Jetzt muss ich kurz gucken. Maschallet ist und
tot. Ja. Marschallet ist untot. Er kriegt den größten Buff von allen. Also seine A1 wird komplett überarbeitet. Er setzt jetzt noch einen extra Leech-Debuff auf den Feind, den er angreift, und heilt sich selber für 30% des angerichteten Schadens. Das macht er ja sowieso schon, aber diesen Leech-Debuff, der ist neu. Und der Leech-Debuff hilft ja auch dem Team, sich zu heilen. Also das heißt, er wird quasi ein bisschen mehr zu einem Team-Buffer und Team-Heiler werden. Und das kann für Bosse natürlich sehr gut sein. Wenn man einen Boss angreift und verleiht ihm einen Leech-Debuff, ist das schon mal ziemlich nice. Dann haben wir noch die andere Fähigkeit. Da wird einmal angepasst, dass er jetzt einen Crit-Damage steigert um 30%. Also er increase Crit-Damage und nicht mehr Crit-Quote. Also die Crit-Quote wird sozusagen zu Crit-Schaden umgewandelt. Er erhöht nicht mehr die Crit-Quote, sondern er erhöht jetzt halt den Crit-Schaden. Was schon mal ziemlich cool ist. Man muss halt nur die Crit-Quote dann vom Team entsprechend hochhalten. Und er kriegt noch diese Zusatzrunde und er wirkt es auf alle Verbündeten. Also vorher hat er es immer nur auf einen Verbündeten und auf sich selber gemacht. Und jetzt wirkt er es halt auf alle Verbündeten. Zusätzlich bekommt er jetzt übrigens noch einen großen Angst-Debuff mit 100% Chance, den er auf alle Feinde wirkt. Und noch einen Leech-Debuff, den er auf alle Feinde wirkt. Also es kann für Arena gut sein, das kann für Kampagne und Dungeons gut sein. Das kann sogar für Spinne sehr interessant werden. Also das könnte ich mir auch für Spinne ziemlich nice vorstellen. Wenn man dann durch die kleinen Spinnlinge noch, sich buffen kann. Warum nicht? Also was heißt buffen, aber sich leechen kann. Dann kriegt er hier noch auf seinen Heilungsverringerer ein paar Extras mit drauf. Er stiehlt alle Buffs von einem Feind mit 80% Wahrscheinlichkeit, greift dann den Feind einmal an mit 50% mehr Schaden gegen Ziele ohne Buffs. Also das heißt, wir klauen erst alle Buffs und dann machen wir noch mehr Schaden. Macht noch diesen Heilungsverringerer von 100%, den haben wir ja so oder so schon drauf. Und setzt sich selbst noch einen Continuous Heal, also einen Heilungsbuff drauf, einen 15% Heilungsbuff. Er heilt sich dann quasi auch nochmal selbst für 3 Runden sogar. Also der gilt dann sogar 3 Runden, was schon mal ziemlich krass ist. Also auch hier gutes, ausgewogenes Skillset, würde ich mal sagen, das man durchaus in Arena, in Dungeons einsetzen kann. Bei Clan-Boss vielleicht nicht unbedingt, wenn man jetzt keinen anderen hat oder noch einen stärkeren Buffer vielleicht braucht, kann man es natürlich eventuell mal probieren. Aber er ist jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt für Clan-Boss geeignet, würde sich aber für Dungeons zum Beispiel eignen und auch besonders gut natürlich für Feuerritter, weil er ja diesen Heilungsverringerer Debuffs setzt. Warchief. Warchief ist Skinwalker. Habe ich auch schon öfter mal gesehen. Finde jetzt seine Aufwertung nicht so krass. Also er verleiht ja immer diesen Provozieren-Debuff, greift einen Gegner einmal an. Der Cooldown wurde jetzt hier reduziert von 5 auf 4 Runden. Und wenn man nochmal die Abklingzeit um eine senken kann, wird er auf 3. Das heißt also, wir haben ja eigentlich immer komplett Provozieren mit der A1, mit der A2. Also er provoziert halt immer generell. Und dann wurde noch die passive Fähigkeit überarbeitet. Er stiehlt jetzt zu 100% 2 zufällige Buffs vom Ziel. Und hier stehen noch Cooldown 4 Turns, aber er hatte eigentlich gar keinen Cooldown von 4 Turns. Achso, nee, sorry, ich bin von der Zeile verrutscht. Ha. Zurück. Das ist manchmal die Steuerung hier über das Tablet. Je mehr Verbündete tot sind, desto höher wird seine Defensive. 15% pro Alliierten, es waren jetzt 10%, reflektiert 60% des Schadens zurück auf den Angreifer. Also das finde ich jetzt nicht so eine krasse Änderung bei ihm. Ich will ja auch nicht, dass meine Leute sterben, sondern die sollen ja schon durchhalten. Kann für Arena vielleicht nützlich sein, je mehr tot sind, desto stärker wird halt er. Mortu Macabre ist auch noch jemand, der ein paar Sachen bekommt. Er ist bei den Dämonen. Man muss hier vorsichtig sein. Er ist auch
ein Boss bei der Kampagne, vor allen Dingen der Endboss von der Kampagne, da muss man immer vorsichtig sein. Hier greift alle Gegner zweimal an, das macht er ja sowieso und hat jetzt aber statt 50% Chance eine 90% Chance. Und ja, wenn sie sozusagen diesem Debuff schon unterliegen, dann sind sie, ist dieser Blocke Buffs, Debuff, auch kann dem nicht widerstanden werden. Ansonsten kriegt er jetzt hier noch eine Erhöhung von 10 auf 20%. Das müsste jetzt der hier sein. Genau, feurige Wut. Er hatte jetzt immer nur 10% Chance, sozusagen das freizuschalten. Jetzt hat er 20% Chance, diese geheime Fähigkeit freizuschalten. Könnte gefährlich werden in der Kampagne dann, wenn wir gegen Bosse kämpfen müssen. Dann haben wir noch Richthof der Grobe. Das ist auch wieder ein Bannerlord. Also wie man merkt, wir haben hier einige Bannerlords, die gebufft werden. Und das ist ja auch okay, weil sie relativ schwach waren in letzter Zeit. So, greift alle Gegner an. Genau. Jetzt hatte er ja immer die Chance, nur die maximalen LP des Ziels um 10% zu verringern. Der kriegt die Chance, er kriegt jetzt sozusagen das nicht mehr um 10% des angerichteten Schadens, sondern um 30% des angerichteten Schadens. Das kann in der Arena interessant sein, kann in der Kampagne und Dungeons interessant sein, kann aber auch für den Clan-Boss interessant werden, wobei das wahrscheinlich eine Fähigkeit ist, die jetzt nicht beim Clan-Boss wirken wird. Aber das mit dem Gift wird noch sehr interessant werden. Momentan ist es ja tatsächlich so, dass er mit seiner A2 nur einen Feind dreimal angreift und ihm sozusagen diese 5% Gift-Debuffs verleiht. Das können drei Stück sein. Jetzt ist es so, er greift einen Feind an, aber also er greift einen Feind dreimal an. Aber alle Gift-Debuffs werden allen Feinden verliehen mit 100% Chance. Das ist auch sehr interessant. Aber was natürlich noch besser wird, ist dann das dritte, seine letzte Fähigkeit. Die macht nämlich jetzt plötzlich dann 20% mehr kritischen Schaden für jeden Gift-Debuff, der auf dem Ziel liegt. Das heißt also, wenn ich meine Gift-Debuffs relativ hoch halten kann, zum Beispiel beim Clan-Boss oder so, dann kann er da zum Beispiel auch ziemlich guten Schaden anrichten mit dieser einen Fähigkeit. Und die kann man auf 4 Runden reduzieren. Leider wird der Cooldown von dieser Fähigkeit hier nicht angepasst. Hier den kann man auf 3 reduzieren. Das kann schon gut Schaden machen. Wir werden das auf jeden Fall austesten, was er jetzt an Schaden macht und was er dann in Zukunft an Schaden macht. Jedenfalls mit dem gleichen Set an Artefakten, die ich ihm jetzt angezogen habe und dem gleichen Team, damit wir so ein bisschen einen Vergleichswert haben. Dann haben wir noch Virgis. Er ist, glaube ich, Hochelfen. Hier ist Virgis. Ja, bei ihm finde ich es jetzt auch nicht so krass, was er bekommt. Das sieht zwar sehr, sehr viel aus. Muss man gucken. Das war, glaube ich, jetzt sie hier. Wo den Verbündetenschutz? Oder war es? Genau, das ist das hier. Continuous Heal, 15% Increase, bla 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 bla. Das wird jetzt halt überarbeitet. Er setzt auch nochmal auf sich selbst einen Share Damage, also sozusagen Verbündetenschutz. Den hat er jetzt auch schon drauf. Oh, das lässt sich immer so schlecht rauslesen hier teilweise. Ich hatte das. Und ach, er erhöht jetzt seine Defensive auch noch zusätzlich dazu. Und was, glaube ich, noch gebufft wurde, war jetzt sein passiver Skill, dass er sozusagen sich jetzt auch selbst noch einen Schild setzt, im Gegensatz zu der Dauerheilung. Also er setzt sich nicht nur einen Dauerheilungsbuff, sondern auch noch ein Schild. Und da ist es auch so, je nachdem, ob er jetzt 10% seiner maximalen LP oder 10% seines Schildwerts verliert, kann es passieren, dass er, ach nee, genau, wenn er 10% seiner maximalen Lebenspunkte verliert, ach, lässt sich in der Tabelle immer so schlecht lesen, dann verleiht er sich selbst einen Schild. Genau. Ja, gut, ich finde jetzt, wie gesagt, seine Überarbeitung nicht so krass. Outbound, muss ich kurz überlegen, war, glaube ich, auch
Bannerlord, ja, Schwurträger heißt der, glaube ich, bei uns. Hat jetzt auch nicht meiner Meinung nach so krass. Er attackiert jetzt nicht nur ein Feind dreimal, das ist hier diese A2, sondern er greift jetzt alle Gegner an, senkt ihr Rundenmeter um 20% mit 55% Chance und macht noch einen Attackverringerer, einen Angriffsverringerer auf alle Feinde. Kann auch bei der Spinne natürlich ganz interessant werden. Wir können sie damit quasi nochmal, können ihr das Rundenmeter senken, können damit den Spinnlingen das Rundenmeter senken. Haben aber noch viele andere Champions, die was Ähnliches machen. Das hatte ich gerade schon vorgelesen. Dann greift viermal zufällig an, genau. Und da kommt jetzt dazu, wenn das Ziel unter einem Angriffsverringerer-Debuff ist, dann setzt er noch ein Blocke aktive Fertigkeiten Debuff mit 100% Chance, also auch nochmal diesen Abklingzeiten Fähigkeiten mit 100% Chance dann entsprechend nochmal. Die Chance ist jetzt, glaube ich, einfach zu gering gewesen, deswegen wurde die eben auch angepasst. Ach ja, und Prinzessin Lilidhu, Gräfin Lilidhu, ich sage mal Prinzessin, sie ist aber natürlich eine Gräfin, darf man ihr nicht absprechen. Sie war. Oh, Moment. Sie war Dämonenbrut, ne? Ja, Mensch. Das ist zu viele Champions. Bei ihr ist es ja so, dass sie mit diesem Verschleierungsbuff, den sie verleiht, also sie hat ja diesen Verschleierungsbuff zweimal, den sie den Verbündeten verleihen kann. Und da ist es jetzt so, da wird jetzt einfach nur weggenommen, dass diese Schadensreduktion passiert. Aber ich habe ja auch schon gesagt, es ist nicht unbedingt ein Nerf bei ihr, sondern es wird vielmehr so sein, was jetzt hier in dieser Tabelle nämlich nicht steht und was vielleicht oftmals nicht erwähnt wurde, dass dieser Verschleierungsdebuff bei allen, die diesen Verschleierungsdebuff irgendwie wirken können, einfach diese generelle Schadensreduktion auftreten wird. Das heißt, der Verschleierungsdebuff wird an sich nochmal komplett angepasst. Die Gegner, also die Verbündeten werden dann nicht nur unsichtbar, sondern sie kriegen auch diese Schadensreduktion durch Flächenschäden auch zusätzlich noch durch den Verschleierungsdebuff. Deswegen wird das bei ihr aus der Beschreibung rausgenommen. Das wird dann generell in diesem Verschleierungsbuff drin sein. Und damit bleibt es quasi bei ihr auch genauso, wie es jetzt auch ist. Ja, und deswegen muss ich sagen, gehe ich jetzt wieder zurück in meine häusliche Quarantäne. Hoffe, dass meine Frau sich jetzt auch wieder erholt, dass ich dann auch wieder vom PC aufnehmen kann. Hatte jetzt schon mal versucht, mein Glück am Portal und versucht, eine Walküre zu ziehen mit meinen paar heiligen Splittern, die ich jetzt hatte. Wenn ihr es nicht gesehen habt, das habe ich auf Twitch getan. Da gibt es das Video bestimmt auch nochmal. Das könnt ihr euch nochmal angucken, was ich da gezogen habe. Es muss dazu sagen, es war jetzt nicht berauschend. Ich hatte meine Glücksbrille auch nicht auf. Aber eine Walküre war leider nicht dabei. Dafür habe ich nochmal einen doppelten Prinz Kumar gezogen, den ich ja schon hatte. Aber ich hoffe, dass sie nochmal irgendwas tun werden für die doppelten Legendaries, dass man da irgendwie vielleicht mal ein paar legendäre Bücher rausbekommt oder sowas oder irgendwie noch eine Verbesserung für die legendären, die man schon hat, damit erreichen kann. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, euch geht es allen gut. Ihr seid bei bester Gesundheit und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video, das dann hoffentlich wieder vom PC aufgenommen wurde. Entschuldigt also bitte die aktuelle Tonqualität. Ihr könnt mich natürlich trotzdem weiterhin unterstützen mit Liken und Subscriben und Kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, meine lieben Freunde. Tschüss.